Servus Leute, RageMeUpdate.de hier und ich begrüße euch wieder zu einer neuen Raptor-Analyse. Und wie der Titel des Videos schon sagt, möchte ich heute gerne euch zeigen, wie man mit so einem leichten Panzer, Radpanzer, outplayen kann. Das ist jetzt nicht das Null-Pulse-Ultra-Gameplay, wie es war mit dem Gameplay von Keyhand, sondern eher geht es mir hier jetzt darum, euch zu zeigen, ja, wie habe ich jetzt in diesem Spiel die generischen Radpanzer oder den generischen Radpanzer halt wirklich outplayed. Weil es geht mit solchen Panzern. Es ist nicht einfach, aber es kann funktionieren. Nun, wie ihr sehen könnt, wir sind auf der Map Siegfriedlinie in einem Standardgefecht im Platoon-Mix-Schnitt von Kraus. Danke dir dafür. Und ihr könnt sehen, das Game hat ziemlich viele Radpanzer. 3, um genau zu sein. Und mich als LHMTV aka der Trash-Tank. Es ist ein 8er-Gefecht only und ihr könnt schon sehen, ich entscheide mich dieses Mal nicht aufs offene Feld zu gehen, weil ganz einfach, ich kann natürlich probieren, da reinzufahren, aber und das ist das allererste, was ihr wissen müsst, wenn ihr gegen Radpanzer fahrt. Ihr müsst einfach wissen, kann ich überhaupt jetzt diese Standardpose überhaupt noch anfahren, wenn sie ja so schnell sind? Und das ist, glaube ich, vieles, was von euch Leuten einfach nicht mehr merken wollen oder wissen wollen. Einfach, ja, ich möchte meine Standardpose anfahren, hat es nicht funktioniert. Scheiß Radpanzer! Tut mir leid, aber oft muss man halt, wenn man gegen Radpanzer fährt, halt ein bisschen den Kopf einschalten und mal zu überlegen, hey, der ist schneller als ich, der kann mich out-DPM, der kann mich out-gunnen. Ich muss jetzt den jetzt nicht contesten und ich muss jetzt nicht an diese Position ranfahren, um die dann zu probieren, mit dem Kampf zu gewinnen. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, diese Position hier drüben anzufahren und nicht diese da drüben oder diese auf dem offenen Feld. Obwohl, wir gehen dann später auf das offene Feld. Aber nun gucken wir doch mal, was wir jetzt machen werden. Ich habe den Busch ein bisschen schlecht angefahren und genau deswegen habe ich unter anderem den Schuss des Links getroffen und gefressen und habe auch leider keinen Gegenschuss gemacht und bin gespottet geworden. Ihr könnt sehen, ich persönlich fahre ja diesen Panzer jetzt mit Stab, nicht ohne Stapi, dafür aber mit Vents oder mit Ventilation. Und ihr könnt es auch sehen, deshalb habe ich jetzt 8,09 Sekunden Nachladezeit, aber dafür ein viel größeres Einkreis. Der nervt natürlich. Ich muss jetzt auch sagen, der Lynx hier hat eigentlich einen sehr, sehr guten Move gemacht, da vorne ranzufahren. Wie schon gesagt, er contestet mich, aber auch alle anderen Camper-Leute. Ich lade jetzt aber auch jetzt wieder um von HE auf AP, da ich jetzt eher wieder davon ausgehe, dass ich mehr AP schießen werde, wenn ich jetzt aufs offene Feld fahre. Aber weiterhin könnt ihr sehen, ich fahre das, dieses offene Feld eher ein bisschen vorsichtiger an. Und da könnt ihr jetzt sehen, da haben wir schon die ersten Leute gespottet. Da haben wir den Links auf 252 Meter gespottet und den FV auf 377. Es bringt mir jetzt also, ich muss jetzt in dieser Zeit, ich habe jetzt 3 Sekunden Zeit zu überlegen, bin ich gespottet? Wenn ja, sofort an den Bunker ran verstecken. Bin ich nicht gespottet? Gut, ja, sofort wegdrehen. Und ich habe mich jetzt schon dafür entschieden, allgemein wegzudrehen. Ihr könnt sehen, wir sind nicht gespottet worden. Und das ist höchstwahrscheinlich das aller wichtigste, was ihr wissen müsst, wenn ihr gegen leichte Radpanzer oder gegen Radpanzer im Generellen fahrt. Haltet diese Panzer auf Distanz. Klar, sie sind schneller als ihr. Klar, im Shootout gewinnen sie. Aber wenn es um Sichtweite geht, habt ihr den Vorteil und könnt diese Radpanzer ziemlich gut outspotten. Vor allem ist mir das aufgefallen, als ich den EBR 105 gedreimarkt habe, wie oft, als ich frustriert probiert habe, einen gegnerischen TN 100LT, einen gegnerischen 1305, der in einem Busch stand, anzufahren. Es hat halt einfach nicht geklappt, weil ihr müsst halt legit so gerade in den Gegner reinfahren, dann ist es halt viel einfacher, euch zu beschießen, als wenn ihr halt irgendwo auf 470 Meter halt rumdunkelt und dann halt drauf hofft, dass ihr nicht getroffen werdet. Allgemein, wenn ihr gegen Radpanzer fahren wollt, müsst ihr halt ungefähr wissen, auf wie viel Meter können sie euch spotten, aber auch auf wie viel Meter ungefähr könnt ihr sie spotten, beziehungsweise ist da ein Busch, den ich mehr oder weniger sicher stehen kann und aber auch wegfahren kann, wenn sie mich YOLOn. Als gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel auch auf Redshire. Wenn ihr Redshire im Kopf habt, oder ein Momentchen, eigentlich kann ich das doch gleich kurz machen. Redshire, WOT. Gut vorbereitet, ist mir erst jetzt eingefallen halt, wenn ich das Zeug jetzt halt hier nochmal angehe. So, diese Map, perfekt. Ist mir ein bisschen zu klein. Muss kurz warten, bis es geladen ist. Aber ja, hier Redshire, ne?
Ein typisches Scout-Position ist hier bei dieser kleinen, aber feinen... Ah, nein, das habe ich gemacht. Das möchte ich machen. So. So, haben wir bei dieser kleinen, aber feinen Pose hier. Hier fährt man sehr, sehr gerne mit dem Scout hin, wenn man hier oben spawnt, oder? Ist doch Standard. Aber wenn natürlich der Gegner einen Radpanzer hat, dann kann ich euch nur sagen, seid klug. Seid bitte klug und steht nicht hier oben. Wenn ihr hier oben steht, dann macht der Radpanzer diesen Wusch und spottet das hier drüben und euch und ihr seid tot. Das bringt nichts. Steht weiter unten. Und das ist halt dieses Umdenken, was ihr halt machen müsst, wenn ihr gegen einen Radpanzer fährt. Ich weiß, es ist halt scheiße, weil eben sie haben starke Kanonen, sie können euch mit HE nudeln und so, aber wenn man ein bisschen Kopf einschaltet, dann geht es ziemlich gut. Man kann einen Radpanzer zu Frust bringen. Aber gut, weiter jetzt mit diesem Replay. Ihr könnt auch sehen, ich halte meinen Schuss zurück, weil es bringt mir jetzt momentan nichts, auf den Schuss zu wasten. Aber ich kann probieren, diesen Typen da hinten zu beschießen mit einem Blindschuss. Und es hat leider nicht funktioniert. Aber du, what can you do? Hier auch etwas Interessantes. Ich habe hier gedacht, ja, weißt du was? Er ist gestunt. Heißt also, er will mich höchstwahrscheinlich nicht spotten, weil er ja jetzt 25% oder ja 25% weniger Sichtweite hat. Hat auch funktioniert für uns. Und da ist er auch jetzt in Deckung gefahren und wir kriegen 700, fast 800 Spotschaden. Nun entscheide ich mich jetzt ein bisschen aktiver da vorne ranzufahren. Entweder um den Lynx zu spotten oder aber auch sonst was zu spotten. Vergiss nicht, wir haben jetzt ziemlich gutes Backup. Schaut uns auf die Minimap und hier auch hin. Wir haben Snackshit, wir haben Skoda T27 da, einen Scorpion, der eventuell auch schießen kann. Und so wie aber auch ein Skoda T27 hier und einen Kanonenjagdpanzer. Aber ich werde jetzt nicht einfach über die Posi hier drüber fahren, sondern ich ziehe jetzt hier runter und dann in diesen Busch rein. Wie schon gesagt, Büsche sind eure Freunde gegen Radpanzer. Nun, ganz, ganz langsam könnt ihr sehen, wir pieken hoch und sobald ich ihn gespottet habe, gehe ich sofort wieder in Deckung, weil ich möchte es nicht riskieren. Jetzt aber sehe ich, dass er hinter der Deckung war, da sage ich, weißt du was, da fahre ich doch komplett in diesen Busch vorne ran und... Wie schon gesagt, ich möchte Einfluss im Spiel haben, entscheide mich auch einen Schuss zu machen und ich gehe davon aus, dass ich gespottet werde, was ich auch geworden bin. Und darum fahre ich immer sofort zurück nach einem Schuss. Vor allem mit einem Panzer, der so eine lange Nachladezeit hat, wirklich. Lohnt es sich ziemlich gut, halt einfach mal kurz wieder in Deckung zu gehen. Deshalb jetzt, wir sind nicht mehr gespottet mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, darum fahren wir weiter hoch und gucken, ob wir eventuell noch was beschießen können. Und siehe da, da kommt der Radpanzer wieder und könnt sehen, wir können den Lynx mehr oder weniger ohne Probleme auf Distanz halten. Er kriegt uns nicht auf und das liegt einfach daran, dass wir mit dem Panzer eine gute Camo haben und eine passable Sichtweite. Wir können auch ein bisschen aggressiver fahren. Ich habe ja auch sogar probiert, den Skoda T27 zu spotten. Aber ich kann sehen, es hat nicht funktioniert, deshalb fahre ich, der gute alte Raging, wieder ein bisschen zurück, um zu schauen, ja... Was macht denn der jetzt wieder? Ich möchte ja nicht vom Lynx getrollt werden oder gejallert werden. Das wäre überhaupt nicht gut. Ich versuche jetzt hier sogar vielleicht einen Schuss auf den Skoda zu kriegen, aber da fährt er jetzt wieder zurück in die Deckung. Da haben wir leider keine Möglichkeit mehr, ihn zu beschießen. Und ihr könnt auch sehen, wir haben gesucht und gesucht und gesucht, aber da gab es keine Lücke. Der Lynx wieder probiert es, aber auf mindestens 260 Meter kriegt er uns nicht auf. Und das muss auch frustrierend sein für ihn, weil er weiß, dass jemand da steht und hey, wir kriegen sogar Spotschaden. Nun, ihr könnt sehen, ich drehe mich jetzt aber langsam mal sicher um, weil ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht nochmal so einen Spotrun macht. Und ich möchte einfach auf der sicheren Seite sein, dass ich wieder wegrennen kann. Und jetzt drehe ich wieder ein. Oh, endlich haben wir eines der Klickerschweinchen gespottet und... Ich ziele mal schön lange und zügig ein und snacke mir den kleinen Kill hier. Und jetzt kann ich auch wieder ein bisschen aggressiver fahren. Ihr könnt sehen, der Skoda unten rechts ist aggressiver gefahren. Der Skoda hinter mir fährt aggressiver. Ich habe also Backup. Ich kann aggressiver spielen. Und ja, da spotten wir noch den genischen Skoda. Ein bisschen schlecht vorgezielt von mir. Der Schuss hat dann halt leider zu weit nach unten gezogen. Hat den Skoda nur gedetrackt. Ist nicht gerade super. Wir sind dafür aber auch gespottet worden. Aber ja, ihr könnt sehen, mit diesem kleinen Turm können wir das uns erlauben, auch mal auf einen Trade-Schuss zu gehen. Aber ja, ich denke, ihr habt jetzt hier sicher mal gut gesehen, wie ich jetzt gegen diesen Lynx gespielt habe. Und ich hoffe,
Ihr könnt solche Tipps wie eben im Busch stehen oder halt einfach eure Sichtweiten mehr oder weniger wissen, halt ausnutzen, um dies zu gewinnen. Aber nun ja, das Spiel ist jetzt einheitlich eigentlich schon vorbei. Wie schon gesagt, es ist jetzt nicht das Nonplusultra 7000 Damage, Spot Damage, Combined Damage Gefecht. Tut mir leid, es geht mir wirklich in diesem Replay einfach nur darum, euch zu zeigen, wie spiele ich gegen Radpanzer. Und wie schon gesagt, zusammengefasst, ihr sollt ungefähr wissen, auf wie viele Meter sie euch spotten können. Ihr sollt ungefähr wissen, wo können sie eventuell hinfahren. Ja, ich schieße während der Fahrt. Treffe nix. Ich glaube, ich habe ihn sogar gesplashed. Und wir haben noch ein HE drin, eventuell von Scorpion G, aber ihr könnt sehen, es ist vorbei. Also, wir kriegen hier nicht mehr viel raus. Eventuell kann uns das Scorpion G noch rausnehmen. Und wir kriegen den Snapshot hin, sogar noch ein bisschen Spotschaden. Und ganz im Ernst, 3200 aufgehende kombinierten Schaden nehme ich gerne mit. Ist sogar above oder was man braucht oder mehr, was man braucht, als wenn man jetzt hier die dritte Gunmark haben möchte auf diesem Panzer. Nun, für dieses Gefecht gab es eine zweite Klasse. Wir haben, wie schon gesagt, 1085 Schaden gemacht, 2590 Schaden gespottet. Waren zweitbester von der XP her, nur 2 XP hinter dem 5000 und vom Schaden her, ja gut, haben wir nicht so viel gemacht. Schlussendlich 9 Schüsse, 6 Treffer, 5 Pen-Hits und 1 Splash. Wir haben ordentlich gesniped diese Runde, so viel wie Kihan in seinem 4700 Damage-Gefecht und wir sind auch ein ordentliches Stück rumgefahren. Aber nun, danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Wie schon gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es kann euch helfen gegen Radpanzer. Wenn ihr weiter Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentarsektion unten rein. Ich probiere sie zu beantworten. Wie schon gesagt, ich mag Radpanzer, ich habe sie auch viel gefahren und ich sehe den Anreiz, aber auch den Hass gegen diese Radpanzer von beiden Seiten her, ob es jetzt im CW ist, ob es jetzt im Random ist, vor allem da ich jetzt diese normalen Panzer gefahren habe. Ansonsten, wenn das Video euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter und immer ein bisschen Feedback. Natürlich nicht vergessen zu abonnieren für weitere solche Videos. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und man sieht sich.